Dankeschön. Dankeschön. Ja, das ist natürlich schwierig, nach so einer tollen Frau auf der eine Frau zu sprechen zu kommen. Und es ändert sich also schon in der Ehe, meine Damen und Herren. Wenn man anfangs zusammen ist, da sitzt man vorm Fernseher mit einem Cocktail, ne? Sex on the Beach, for Dirty Dancing. Und heute sitzen wir mit einem Tass warme Milch vor Bauersuchtfrau. Ja, und da denkst du ja bei manchem wirklich, Junge, du suchst noch lang, ne? Wenn du aufhören kannst zu suchen, ne, da gibt dein Kuh-Ehreglas Latte Macchiato. Und Sie kennen das ja in der Ehe. Meine Frau sagt auch immer, wir müssen viel mehr miteinander reden. Ja, sag ich, dann müsst ihr aber auch uns zu Wort kommen. Ne, wenn du dann was sagst, da sagt sie sofort, behalt mal deine Wörter. Von den Wörtern, die ich die letzten 10 Jahre behalten musste, können die eine eigene Duden herausheben. Ne, oder sie sagt, wir müssen ein gemeinsames Hobby finden. Ich sage, ich habe schon eins, trinkt doch Kölsch mit. Aber ihr tut schon nicht, ne? Und. Ne, wie bei dir. Ihr müsst auch tuschen, wenn ihr die Witze scheiße findet, ne? Und und so wie jetzt, ja genau. Ne, und da sagt meine Frau immer, Alkohol, lass uns doch mal Tee trinken. Ich sage, hör auf mit Tee, das kennen Sie ja. Früher, ja, heute ist ja alles Wellness. Früher gab es nur 4 Teesorten. Schwarze Tee, Kamille, Harlebutten und der mit F und Ü, ne? Pfeffermünz. Ne, heute heißen die Tees nach Wellnessnamen. Fühl dich wohl, komm mal runter, finde dich selbst und bei Blähungen fliege nicht so hoch, mein kleiner Freund. Ja, das ist das Thema, wenn du wirklich nicht gesund werden willst, dann je nach der Doktor. Ne, gerade im Rheinland, wenn du dann sagst, Herr Doktor, wenn ich Kopfschmerzen habe, kriege ich Rückenschmerzen. Da sagt der Doktor, das hat man gern. Ja, sag ich, als Arzt vielleicht. Ne? Und dann sitzt du da im Wartezimmer und neben mir saß eine Bekannte, ich sage, was hast du? Sagte, sei still, ich habe Durchfall. Weißt du, kein Hausmittel. Ich sage, bei Durchfall ist das Beste, sofort 2 Bananen. Ich rufe dich gleich mal an. Habe ihm angerufen, ne? Ich sage, und, wie war es? Ich sagte, das ist ein bisschen besser, aber die erste Banane tat so weh. Die zweite habe ich gegessen. Und du kannst auch vom Essen krank werden. Ich hatte eine Printe, eine Plombe rausgehauen. Ich komme aus der Aachener Ecke, ich hatte aber direkt in der Nähe eine Notarzt gefunden in Koblenz. Und da sitzt er dann im Wartezimmer, da sitzen nur Notfälle, ne? Keiner kann sprechen, aber irgendwas muss ja sagen. Nach 10 Minuten sagt mein Nachbar zu mir, haben Sie Zahnschmerzen? So, ne, ich habe eine Prostata vor Stau. Er sagte, hat meine Schwester auch. Da muss man erst nachdenken, ne? Sei ihre Schwester, das geht doch ja nicht. Er sagte, ist doch nur eine Halbschwester. Und da saß einer, ich sag, wovon haben Sie es denn? Sagte, von Pfirsiche. Sag, haben Sie die Büchse mitgegessen? Nein, sagte, ich habe aber in den Kern gebissen. Und da saß noch einer, ich sag, wovon haben Sie es denn? Sagte, von Bananen. Da ist doch ja kein Kern drin. Ne, ich bin drauf ausgerutscht und auf die Fresse gefallen. Wir rufen Allah und nicht Helau und ihr wählt heute die Rampensau. Ich war dabei als Hausmann, ganz brav. Ihr wart super. Kölle, Alaf. Dankeschön.